So, Mahlzeit, Freunde. Ich mache mir jetzt mal wieder keine Freunde, werden wieder einige total erzürnt sein, weil ich bin zum selben Thema anderer Meinung. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, da macht er wieder nur für Klicks, die dumme Sau, ne? Nein, mache ich nicht, mache ich nicht. Es ist immer ein bisschen schwierig, Dinge auf den Punkt zu bringen. Es ist immer ein bisschen schwierig, Dinge differenziert zu sehen. Es ist immer gut, wenn man ein Problem separat nimmt und sagt, ich habe hier ein Problem und das betrachte ich jetzt wie so ein Ei von allen Seiten oder wie so ein Golfball und gucke und mache mir meine ganzen vielen Gedanken darüber und ganz viele Videos. Manche fahren dafür auch extra nach Holland und machen dann Videos. Und die haben auch ganz viele Aufrufe, aber ist egal, darüber reden wir jetzt hier nicht. Es geht um Kirsche, sein komisches Ramadan-Zuckerfest Video, wo er den gesamten Islam beleidigt. Ja, das tut er tatsächlich. Er beleidigt im Prinzip aber nicht den Islam. Er beleidigt ja jeden Menschen, der ein bisschen Restverstand hat oder der ein bisschen Anstand hat. Er ist eine digitale Beleidigung, die halt jeden Tag auch online geht und wir können es ja nicht verhindern. Also das steht fest wie das Amen in der Kirche. Es geht aber wieder darum, und ich bin nach wie vor nicht für ihn, also auf gar keinen Fall, aber ich bin immer dafür, ein bisschen fair zu bleiben und sich die Dinge auch ein bisschen genauer anzuschauen. Einmal geht es wieder darum, wer schreit denn hier am lautesten und warum schreit der? Und dann schreien ja noch welche mit und dann ist die Frage, warum schreien die denn eigentlich? Der große Frauenversteher aus Rheinbach, 2,13 Meter, Genie, verpackt im Körper eines stämmigen Neandertalers, hätte ich fast gesagt. Er ist ja doch ein robustes Kerlchen. Also ich stelle mir den immer so vor mit seinem Pockengesicht, drei Tage Bart, vor sich hin stammelt mit einer Keule, ne? Zack. Er als Stammesführer oder sowas, ne? Darf man ja, ist ja Satire, ist ja Satire und Parodie. Ne? Also, da hat ja jetzt hier keiner Sonderrechte drauf. So, also Kirsche setzt sich dahin, spielt den Pflaumenaugust mit seiner kunterbunten Perücke und macht sich da zum Horst. Ja, ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich meine, ist ja schon mal schön, dass er nicht versucht hat, ein Kind zu spielen oder einem Reborn Puppenbaby irgendwie Liebe zu geben oder was weiß ich was. Es gibt ja da die ulkigsten Vermutungen. Aber ja, er hat Moslems zum Zuckerfest zu einem Schnitzel eingeladen. Ja, zeigt doch, dass er gastfreundlich ist, dass er einen ziemlich schrägen Humor hat. Satire, Paragraph 51, ne? Bla 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 bla. Und da ist wieder die Frage, gilt das eigentlich nur für einen oder gilt das jetzt für alle? Dann mit dem Paragraph 51 Satire. Man darf irgendwie und so was alles, ne? Also spätestens nach Böhmermann sollte man vielleicht auch die islamkritischen Mitmenschen, und derer gibt es reichlich, vielleicht auch zu einem persönlichen Ergebnis gekommen, aufgrund persönlicher Erfahrung. Da ist ja auch nicht jeder jetzt so super tolerant. Ich erinnere zum Beispiel an einen sehr großgewachsenen Rheinländer, dessen Sohn im Bus mit einem dunkelhäutigen Mädchen Schwierigkeiten hatte. Und ja, da sind die Vatergefühle aus ihm genauso impulsiv rausgebrochen, wie jetzt in dem Fall. Wenn alle Moslems dieser Welt jetzt geschädigt wären, ist immer eine Frage des Einzelfalls. Ne? Also als Betroffener sieht man Dinge immer anders wie alle anderen. Das ist halt so. Und ja, unser Herr DLP sieht ja berufsmäßig die Dinge, alles was mit Kirsche da zu tun hat, nicht so gut. Ne? Denn das wird ja auch sein Image ein bisschen demolieren, wenn er jetzt da irgendwie zugeben würde, dass ihm ja auch nichts anderes mehr einfällt, außer dem Dicken irgendwelche Scheiße anzudichten. Auf Teufel komm raus. Man muss jetzt mal die Kernaussage nehmen. Und zwar sitze ich jetzt eigentlich hier wegen dem Fläumchen. DLP hat in seinem Rack gesagt,
Ja, das Fläumchen macht ja eine Parodie auf Kirsche. Und Kirsche hat versucht, eine Parodie auf Fläumchen zu machen. Damit hat sich der Kreis geschlossen. Dass Humor auch in die Hose gehen kann und total bescheuert ist, das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern. Ne? Also da tun sich aber alle Aspiranten nicht allzu viel. Auch verschiedene Videos vom NDLP sind so underground, so Grottenscheiße, dass man da also tatsächlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Ne? Ja, Sekunde hier, nicht unbedingt. So, wie hier war gerade wildes Türen schlagen. Ich wollte schon meine Nachbarn ermahnen. Ne? So. Wir sind uns wahrscheinlich alle darüber einig, dass die Stelle jetzt mal merken, weil die ist total wichtig. Diese Stelle müssen wir, diese Empörungsstelle, das ist ja das, was er transportieren will. Ja, wir Deutschen, wir sind Schulter an Schulter mit den Türken. Also die Türken standen damals ja übrigens vor Wien. Wären die damals da durchgebrochen, hätten wir diese Islam-Diskussion heute überhaupt nicht, sondern dann würde Deutschland heißen das Reich von Dschingis Khan. Ja, also das wäre dann schon noch ein bisschen anders gelaufen. Und Genghis Khan war genauso beknackt hier, der war ja auch so Russen und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, also es waren ja einige, die schon auf in den goldenen Westen waren, auch schon früher. Da wurde noch niemals Einreisebeschränkungen gab, geschweige denn Rückführungsangebote. Ne? Aber ist egal, so. Also der ganze Islam ist jetzt beleidigt, weil Kirsche da so eine völlig verhunzte, missratene, völlig aus dem Kontext gezogene, völlig bescheuerte Parodie versucht hat. Aber ja gut, es gehört sich halt nicht. Jeder weiß das, dass also Moslems sofort sterben, wenn sie Schweinefleisch berühren. Die fallen sofort um. Puff. Ne? War Satire jetzt übrigens. Ne? Ich bin übrigens kein Türkenhasser, ich wollte es an der Stelle nochmal erwähnt haben. So, die Frage ist immer, was findet man lustig, was findet man nicht lustig. Ne? Und ja, es sollte lustig sein, ist es aber nicht geworden. Und man muss aber den Kontext wieder sehen. Da sitzt also ein kleiner, dicker, vollgefressener Typ, den sowieso keiner für voll nimmt und labert Scheiße. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ne? Er hat sich wieder versteckt in einer seiner Paraderollen. Das bunte Einhorn, was weiß ich, was er darstellen wollte, ich habe keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Aber die ganze Präsentation war kacke. Von vorne bis hinten scheiße. Kann man komplett löschen. Er hat es ja selber gelöscht, hat dann angeboten, er lädt das wieder hoch, brauchst du nicht. Anton hat das schon gesichert. Ne? So, Anzeigen sind raus, alle, die ihn haten und mobben und überhaupt alles doof. Ne? 18 Anzeigen sind raus. So. DLP geht jetzt hin und macht ja Folgendes. Erstmal versucht er ja diese Islamkeule. Ne? Oh, alle Moslems sind jetzt mit einem großen langen Schwert hinter dir her, du willst sterben. Ne? Also er baut ihm hier schon mal diesen Angstkeks ein. Und ja, Kirsche kriegt sofort wieder eine Spontandepression. Und ist aber irgendwas ist ja hier nicht richtig. Das heißt, wenn jetzt irgendein Moslem ein Problem mit dem hätte, dann muss der Moslem das regeln. Dafür brauchen wir ja nicht den Gesetzeshüter des Islam, den Herrn DLP. Der kennt sich übrigens auch mit Pflaumen ziemlich gut aus, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ihr solltet euch diese eine Stelle mal merken, ne? Diese Moralstelle, wo er euch immer versucht, Moral zu verkaufen. Ne? Ihr müsst moralisch empört sein, das geht nicht, ihr müsst mitmachen. Wenn der sich den Sabber wegwischt, ne? Das ist fürchterlich, der guckt sich seine Videos ja auch nicht doch mal an, bevor er die veröffentlicht, der Mundkäse, ne, erstmal durchs Gesicht schmieren. Aber es ist exakt dasselbe, was der Kirsche ja auch immer ständig vorwirft. Ne? Du hast gekleckert, du hast dieses hier, hier ist mein T-Shirt mit den zwei, es ist sauber, mit den zwei Löchern an. Ne? Und da geht es dann um das adlige Fläumchen. Das adlige Fläumchen macht ja relativ witzige Persiflagen auf Kirsche. Er ist allerdings, sagen wir mal, spendentechnisch schwer erreichbar. Also die nimmt auch nicht von jedem Geld, denn sie gehört ja einem bestimmten Lager an. Siehst du? Und genau da schließt sich dann wieder der Kreis. So, und aus dieser Position versucht er ja, seine Gefolgschaft und alle Mitstreiter gegen den Dicken auch ein bisschen zu schützen, indem er natürlich jetzt auch der Sachverständige für Frauenkrankheiten ist, für irgendwelchen Scheidenkrebs oder whatever, ne? Der kennt sich halt mit allen Sachen aus.
wahrscheinlich guckt er da auch persönlich nach. Dass, er muss ja irgendwo Erfahrung gesammelt haben, dass er so eine Nummer bringt. Ich habe ja gerade gesagt, pass auf, mit dieser Moralgeschichte, wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Könnt ihr euch denn daran erinnern, dass derselbe Moralapostel, der euch wieder mit der Moral gerade gekommen ist und gesagt, ah, das geht nicht, der Fingerzeig, ich, jeder 3 Steine, aber kostenpflichtig, 2 €, ne, steinigt ihn, den Dicken, ne? Für die 9 Säulen des Islams muss Gerechtigkeit her, ne? Und könnt ihr euch an Miriam von Nem erinnern, an die Nummer damals? Die haben doch gekuschelt auf Teufel komm raus. Allerdings haben die auch nur gekuschelt, weil er sie gegen mich benutzen wollte. Deswegen haben die gekuschelt. Haben die gesagt, ein großer und noch eine große sind 2 und das ist total gut, aber ganz viel Geld. Und der Hamenser, der Willi, der ärgert sich dann total darüber. Das wird total bescheuert. Und dann ist der weg. Naja, hat aber nicht funktioniert. Weil Miriam im Prinzip ja so ist wie Kirsche, nur mit Rasterlocken. Also im Prinzip dasselbe. Aber jetzt kommt es ja. Fuck Cancer. Erinnert euch dran, die gemeinnützige Geschichte, die da, wo die gute Miriam ja auch immer wieder kritisiert wird, wegen Intransparenz. Ne? Also nicht Schwitzen unterm Arm, sondern wegen mangelnder Kommunikation mit den Spendern. Intransparenz. Und der DLP hatte ja dasselbe Problem. Ich habe den ja mehrfach aufgefordert, er könnte ja seine Geldbezüge auch mal offenlegen. Ich mache das ja auch allmonatlich, damit meine Supporter auch wissen, wie es um mich steht finanziell. Ne, auch um Eva. Es gibt ja auch schlechte Monate. Da bin ich tatsächlich auf Hilfe. Schmeißt mal einer bitte hier eine Rose rein. So. Nachdem beide gemerkt haben, also Miriam hat gemerkt, er kann mich nicht retten, er hat gemerkt, sie rettet ihn nicht, zusammen ist auch doof, weil keiner wollte sich vom anderen was sagen lassen und bums hat er die Alte durch den Ring getreten. Könnt ihr euch an diese ganzen Hater-Videos, bla 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 bla, erst wird die über den Klee gelobt, was die alles getan hat, wie toll die ist, dass die so ein Schicksal hat und hast du nie gesehen und das ist total schlimm und überhaupt und er hat so viel Verständnis und er hat geweint mit seiner Frau und Familie, die haben sich in den Armen gelegen und dann gesagt, das Schicksal dieser Frau, das berührt und so. Und wenn dem Herrn DLP und seiner Mannschaft, seinen Mannen, seiner kriminellen Vereinigung jemand nicht gefällt, puff, drehen die um und dann gibt's Klopper, aber richtig, ne? Könnt ihr euch daran erinnern, wie er die durch den Ring geschlagen hat? Und ich glaube, das letzte Hater-Video ist ja noch nie mal 2 Monate her, wo er ihr eine Ansage, Fräulein Hals Maul, ne? Fräulein Fresse, ne? So, der gleiche Moralapostel, der sich für jede drostige Loch der Welt interessiert, Mann, das war ein Witz, Automechaniker. Verstehst du, was ist Satire? Satire, ja, wir lachen über die Krankheiten von anderen Leuten, wir lachen über Behinderungen, na klar, wir lachen über Minderheiten, wir lachen über Schwächere, wir finden das total cool, wenn einer die Treppe runterfährt, besoffen mit dem Roller, wenn er zur Polizei fährt. Es gibt so viele schöne Sachen, wo man gehässig, lustvoll drüber lachen kann, ist doch nicht verboten. So, jetzt hast du hier so eine Spitzengranate, hier so einen Unterhaltungskomiker, wie Kirsche, der nichts geschissen kriegt. Da wird die Geschichte schlimm. Weil, wenn er sich da als Blöder hinsetzen würde und sagen würde, Mann, ich bin total bescheuert, guck mal hier, ich kann doch nicht mal zum Pudding richtig essen und klecker mich hier voll. Könnt ihr euch daran erinnern, wo der sich die Salatmayonnaise durch die Fresse gezogen hat? Das ist nicht witzig, das ist einfach Lebensmittelverschwendung. Er kriegt auch diesen Unterschied nicht geschissen zwischen einem spontan guten, coolen Witz oder einer spontan coolen, guten Handlung und dieses Langzeit-Improvisierte. Das heißt, der hat wieder irgend so einen Blitz im Kopf, weil seine Schizophrenie da wieder irgendwie sagt, wo ist hier der Ausgang? Und dann klopfen die an der Tür und dann kriegt der an der Klinke ein Gewicht, der Gedanke. Und dann ist er wieder so weit, dass er sich irgendwelche Lebensmittel auf die Birne haut oder wieder irgend so eine seiner Paraderollen spielt. Ich meine, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, im Gegenteil. Also ich bin genau wie viele andere dafür, dass der in der Forensik kommt und zwangstherapiert wird, der ist meiner Meinung nach eine Gefahr für die Menschheit, fürs Umfeld, für sich selber, für alle möglichen Leute. Ne? Der läuft nicht ganz rund, der hat einen rostigen Keks, keine Ahnung, Nagel im Kopf, also gibt es da die verschiedensten Begriffe, eine Anzeige ist raus, ich weiß, Video ist gesichert. Kann man das entschuldigen, was er tut? Nein, natürlich nicht, nein, auf gar keinen Fall. Aber die Frage ist immer, kann ich mir denn
als Nicht-Betroffener immer jeden Schuh anziehen, nur weil da gerade einer rumliegt. Nein, kann ich nicht. Wir müssen mal nochmal auch die Chronologie halten, die Chronologie. Die ganzen DLP-Fans, die vergessen ja auch immer wieder, wie ist das denn angefangen? Er hat erst vor kurzem gesagt, er hätte da irgend so einen Kumpel gehabt, so ein, was weiß ich, kleiner Alkoholiker, irgendwas war da mal früher. Der hätte ihn eingewiesen in diese ganze Geschichte und dann ging es auch schon los, ne? Das heißt, der hat ja gar keinen Bezug zu diesem dicken Mann. Gar nicht, null. Sondern der hat einfach festgestellt, dass ein kleiner Dicker, den haue ich jetzt hier sturmreif. Das war der Plan. Und dieser Plan hat ja nicht funktioniert. Hätte dieser Plan funktioniert, gehen wir mal theoretisch davon aus, das hätte funktioniert. Der kleine Dicke wäre irgendwann besiegt oder hätte sich das Leben genommen, den Pulsalarm aufgeschnitten, was weiß ich, was der gemacht hätte, Tabletten oder was weiß ich, 46 Hamburger gefressen oder irgend sowas. Ne? Da gibt es ja immer diese Rabattdinger, ne? So alle 6 Monate kriegst du ja in der Tageszeitung, kriegst du ja dieses 2-für-1-Paket, ne? Da der einmal die ganze Speisekarte doppelt runter gefressen hat oder was weiß ich, ne? Puff, da hast du den bei McDonald's liegen, ne? Ja, das wäre eine schöne Lösung gewesen. Nein, das war Satire. Nein, das war mein Ernst. Wir gönnen dem, glaube ich, alle nichts Gutes. Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Aber seit wann ist denn DLP Frauenversteher? Ist er nicht der, war er nicht der, der ganz klar und scharf differenziert und sagt, ja, wenn du am Boden liegst, ich trete über dich weg. War er das nicht? Hat er das nicht mal irgendwann gesagt? Das heißt, wo ist denn die Moral? Wo ist denn die Differenzierung zwischen, was ich ja immer sage, Gut und Böse? Ne? Ich würde meinem Erzfeind helfen. Die Frage stellt sich doch gar nicht. Das heißt, wenn jemand am Boden liegt, stellt sich doch gar nicht die Frage, ob wir weitermachen. Wenn jemand besiegt ist, stellt sich doch gar nicht die Frage, ob wir noch eine Runde gehen. Wenn jemand aufgegeben hat, ist das Männerzug nachzutreten, also und dann noch eine Frau gegenüber. Ich meine, ich will die Sachsenbüchse jetzt nicht mehr in Schutz nehmen, wie es nötig oder so, aber das ist doch eine Prinzipsgeschichte. Ein Konflikt mit einer Frau ist immer eine andere Geschichte wie ein Konflikt unter zwei Männern. Mit einer Frau geht man einfach anders um, weil wir das als Männer eigentlich so gelernt haben. Zum Beispiel sagen die allermeisten Menschen zu seiner Frau, hey Frau, oder hallo, meine mir zugemutet, kannst du mal ein Bier bringen oder irgend sowas. Also ich kenne aber ganz wenige, die ihrer Frau einen türkischen Namen geben, zum Beispiel Ayşe. Ich kenne ganz wenige davon. Eine kenne ich. Ihr auch. So, pass auf, jetzt kommt das nächste. Wieder Moral. Während Fatih sich die Nippel sturmreif reibt, Milch für alle, und die Omas vor Erregung schon anfangen zu tropfen, war nur Satire, sitzt seine ihm zugemutete, vom lieben Gott zugeteilte Ayşe, Herrin über das Monopol, ihm gegenüber, während er mit fremden Leuten flirtet und da ganz klare, offene Angebote macht. Also welche Frau findet denn soweit jetzt genau gut, ne? Ayşe, wegen der Kohle. Ja, aber die anderen, alle anderen normalen Weiber nicht. Ne? So, und da ist jetzt wieder das Gegenpendant. Das heißt, wir haben jetzt einen Bescheuerten, einen so richtig durchgeknallten, der sich mit so einer komischen Einhornperücke da hinsetzt und irgendwie das Einhorn nachspielt und völlige Scheiße, Kernscheiße labert. Wir haben aber auch einen ziemlich abgezockten Familienvater, der mit seiner Ayşe versucht, den Omas die Kohle aus der Tasche zu juckeln. Ne? Also das ist so das Gegending. Ne? Also da tut sich für mich moralisch nicht viel. Also ich bin da ja auch, sagen wir mal, jetzt ein bisschen raus. Ich habe ja meine Einkünfte gedeckelt, also ein Tausi. Mehr geht nicht, das ist doof. Sobald ich mehr Kohle abdrehe, durch. Ne? Macht keinen Scheiß. Aber Tausi muss schon sein. Ne? So. Aber ist er ein Moralapostel? Bin ich ein Moralapostel? Also habe ich das Recht, auf andere mit dem Finger zu zeigen? Ich sag mal so, aus meiner Position ja. Ich bin Multikulti, im Kopf liberal, Kosmopoliten und hasse Drogen und Gewalt. Ab und zu rauche ich mir mal so einen Joint, 4-mal im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt.
Das habe ich aber auch schon ohne das Cannabis-Gesetz gemacht. Ne? Oh Gott, jetzt habe ich mich verraten. Die Anzeige ist raus. So, aber ich werde den Namen meines Dealers nur unter Folter preisgeben. Ne? Er heißt Jürgen. Ich kenne den nicht, aber der ist Administrator beim Ding. Zack, Jürgen, jetzt bist du im Arsch. So, verstehst du? Wenn ein ganz normaler Mensch, wenn jetzt ein Türke, ein Moslem oder whatever diese Geschichte gesehen hätte und wäre abgegangen wie eine Pershing, das wäre eine völlig andere Geschichte, indem er sagt, hey, du beleidigst mein Volk, meine Kultur, du beleidigst auch dein Volk und deine Kultur, du bist eine Schande für jeden normal tickenden Menschen, dass du dich mit fast 50 Jahren da so zum Horst machst und so eine Kinderkacke tatsächlich als Kunst verkaufen willst und nichts geschissen kriegst. Das wäre der richtige Adressat gewesen, der sagt so, ich bin betroffen, ich sag da mal zu. Ist allerdings bis jetzt noch nicht passiert. Das Einzige, was eben passiert ist, Arne geht natürlich auch ab wie eine Pershing. Arne ist eine schwierige Nummer wieder, ne? Ich will dem Dicken nicht helfen, aber ich, wenn man das tatsächlich neutral guckst dir an, mach's Bild weg und hör nur, was er für eine Scheiße labert. Und ja, er sagt, das ist aber keine Beleidigung, sondern das ist im Kontext, ja, meine Nachbarn sind, also Standardwitz, ne? Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Ausländer, also das sind jetzt so Witze, einfach mal so als Idee oder was ist Humor und worüber lacht man oder was ist das noch gut, ne? Standard wäre so, ja, bei uns sind jetzt ein paar Türken eingezogen, sagt der andere, ja, und wie kommst du denn klar? Ja gut, ja, ich habe dir eben mal zum Schnitzel eingeladen. So, verstehst du das? Das ist ein alter Gag. Das Ding läuft ja schon seit 20 Jahren rückwärts durchs Internet. Ich meine, das Ding haben die ja schon 3000 Mal gebracht. So, jetzt hat Kirche das versucht, als Parodie zu bringen. Ist wie alles, was er anfasst, in die Hose gegangen. Ich finde viel schlimmer, Komponente 2, diese Abzockmentalität. Ja. Abzockmentalität ist, wenn man seiner Community oder den Sponsoren oder irgendwelchen Leuten nicht die Wahrheit sagt. Das finde ich immer sehr erbärmlich. Die Wahrheit ist immer eine schwierige Ware, weil die Wahrheit ist immer so, dass man sich da jetzt hinsetzt und sagt, so, ich bin ein großer Künstler, ich habe es verkackt, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe, hast du nicht gesehen. Und dann können die Leute ja frei entscheiden, ob sie da helfen wollen oder nicht. Was hier tatsächlich immer gemacht wird, ist aber von mehreren Leuten gleich, also vom Meister DLP und von Kirsche. Es wurde ja perfektioniert auf die Tränendrüse und auf die Werfimpulse der potenten Zuschauer abzuzielen. Das heißt, ihr werdet ja ständig getriggert. Ach Mensch, meine Tochter, die braucht eine neue Brille, aber ach, lass mal das, ich krieg das schon hin. So, das war der Impuls, ne? Ach, der arme Mann, der kriegt das nicht hin, der sitzt immer für uns, der sagt auch so schön unseren Namen immer, schmeiß mal einen Hunderter rein. Ne? Das ist aber der gleiche Mann, der noch vor 2 Jahren großkotzig da saß und sagte, ich habe jetzt 250 am Tag, fickt euch, ich kaufe mir den nächsten Fernseher für 7.000 Euro. Ich gucke aber noch einen ganz großen, mein Modell haben die noch nicht. Ich meine, die alten Videos habe ich von ihm ja. So, auch ihm Amnestie sei dir gewährt. Natürlich entwickelt er sich da innerhalb der Monate und Jahre auch ein bisschen weiter. Ja, wahrscheinlich will er jetzt noch einen größeren Fernseher. Aber auch bei ihm ist, wie gesagt, ich habe es gestern in so einem Video gesagt, in meiner Bushaltestelle-Geschichte, das ist ein Sumpfgebiet, da kannst du so viel Geld reinpumpen, wie du willst. Die Erde wird nicht fest unter ihm, keine Chance. Das versickert, die Kohle ist immer weg, weil es da ein Loch, da ein Loch, da ein Loch. Auto kaputt, dieses hast du nicht gesehen, fertig. Ne? Jetzt wurde uns dann ja gleich zweimal heute Morgen mitgeteilt, Herbert hätte sich schlecht benommen, man hätte dann eine Stunde telefoniert. Ich halte das übrigens auch für einen Fake, nur mal so nebenbei bemerkt. Ne? Auf dass da irgendein Bekloppter drauf ein Video oder ein React macht, aber ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Herbert, du kannst dich bei mir melden, ich mache dann auch für die Hälfte. Ey, und bei mir im Chat kannst du toben, wie du willst. Ne? Ja, aber da hat er auch gesagt, ja, das haben wir nicht nötig, so viel Geld hat er nicht. Ja, wenn du der Meinung bist, du kannst auf deine Sponsoren verzichten, dann mach du das doch einfach mal. Geh doch mal arbeiten. Ne? So. Die tun sich alle nichts.
Der eine programmiert seine Omas über diese Schmalznummer, ne? Karin, schön, dass du da bist, ne? Gertrud, Irma, was weiß ich, wie ihr alle heißt und so, bla bla bla. Einmal Name sagen, die Mutti schmelzen hin. So, und schon geht's wieder rund und zack, ein 20 auf den Tacho, ne? Sei ja auch gegönnt. Aber ist ja so eine abgedroschene Scheiße, dann macht ja keinen Sinn. So, also die Frage ist, willst du zur Nutte deiner selbst werden? Willst du als Mensch so tief sinken, dass du nur noch diesem Geld hinterherläufst? Das ist ja die Kernfrage, die viele Streamer irgendwann mal gestellt bekommen oder auch beantworten müssen für sich. Ist die Erwartung meiner Sponsoren irgendwann so hoch und so fordernd, dass ich diese Erwartung auch tagtäglich erfüllen und toppen möchte? Und dann kommen wir in diesen Katastrophenmodus, in dem die zwei Herrschaften dort sind. Es jagt ja ein Hyperlativ das nächste. Es gibt ja keine Normalität mehr. Also zwischen all diesen Videos, die dort existieren, die da wechselseitig hin und her gehen, gibt es so gut wie keinen einzigen Tag mehr, wo es einfach mal normal gewesen ist. Wo man einfach sagt, ich habe im Garten gesessen, heute sind die Gänse hier lang geflogen, die Sonne hat geschienen und ich habe mir Sonnenbrand geholt. Nein, der Fettsack, der muss morgens direkt an seinem Kaffee schlürfen. Er kann mit Sicherheit wie ein ganz normaler Mensch trinken, aber er weiß, wenn ich schlürfe, kotzen wieder welche. Wenn ich gleich in mein Brötchen beiß, kotzen gleich wieder welche. Wenn ich mir die Schminke in die Fresse klopp und dann noch ein bisschen rumschwul, kotzen gleich wieder welche. Das ist das Einpeitschen jeden Morgen als Standard. Das ist das, was er braucht, um diese Community auf Trab zu bringen. Seine Gegner. Denn seine Gegner machen ja Werbung für ihn, ne? Ja, für unseren Superschleuen. Und der andere macht es aber auch nicht anders. Der andere macht es ein bisschen geschickter und der macht es ein bisschen getarnt. Schaut euch Kirche an. Eine der vielen Fragen, die völlig untergegangen sind, er kriegt doch jetzt seine Operation von der AOK oder was weiß ich, von irgendeiner Krankenkasse bezahlt. Was ist denn mit der zweimal gesammelten Kohle in Höhe von fast 4.000 Euro passiert, die ja erst kürzlich für diese Operation gesammelt wurde? Was hat der gute Mann sich denn davon geleistet? Die zweite Nummer war ja diese, ich habe keine Kohle mehr, sich selber dann aber 1.000 Euro überweisen, um anschließend 1.000 Euro zu sammeln, weil man keine Kohle angeblich hat. Und dann war ja diese Gerda-Geschichte oder Rosi oder was weiß ich, ist mir auch scheißegal, wo er da am Flexen war. Eine Lüge nach der anderen. Und sie werden ja aufgedeckt. Das ist ja so doof, ne? Das ist ja auch so doof gelogen. Ne? Du kannst bei den Augen kannst du immer sehen, wenn der, egal, der hat so seine Richtung, wohin guckt. Am Gesicht erkennst du sofort, ob der lügt. Weil bei ihm siehst du, das arbeitet alles nur schön mechanisch, das quietscht auch ein bisschen beim Denken. Ne? Und also jetzt holt er wieder aus, gleich kommt wieder so ein Otto, den er uns hier vor die Ohren haut. Ne? Der andere, mal kurz ein Schlückchen Kaffee inhalieren. Mein linkes Stimmband kratzte gerade. So gut habe ich meinen Körper im Griff. Der andere erfindet ständig. Hat er eigentlich die Kohle für eine neue Brille? Der war letztens erst am jemand vor ein paar Monaten, er wird nicht sehen, ne? Hat dem einer Geld gegeben für seine neue Brille. Seine Tochter brauchte ja auch eine, ne? Und der Kühler war kaputt und der Herd und der Ceranfeld und der Kühlschrank und ich habe auch gerade nichts zu rauchen, aber lassen wir das, ne? Ich habe euch ganz lieb. Herz. Ne? So. Ist so abgedroschen. Also ich reg mich da nicht drüber auf. Also mich stört der morale Aspekt. Wenn einer sauber ist, wenn einer clean ist, wenn einer normal ist, dann kannst du mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, das, was du tust, mein Freund, das ist nicht normal. Wenn du selber Baller in der Birne bist, das heißt, wenn du selber komische Dinge tust, zum Beispiel Frauen beleidigen, zum Beispiel Frauen durch den Ring treten, zum Beispiel Frauen bedrohen, Miriam, ne, halt die Fresse, geh, bla, sonst hast du nicht gesehen, bla, 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 im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen DLP, bla, 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 bla. Ich meine, das ist ja das, was alle gesehen haben. Ich frage
Ich frage euch, meine Mitmenschen, ich frage euch, das Publikum, die 7 Millionen Menschen, die mein Video sehen, das sind die SOS, das ist ja Notruf. Was stimmt mit euch nicht, jetzt mal ohne Scheiß? Wie nötig hat Tante Hilde und was weiß ich, Oma Gudrun und wer auch immer, Markus Neitzel, wie dringend ist das bei euch, dass ihr euch diesen abgedroschenen, perversen Schwachsinn, diesen Kinderschwachsinn von all diesen Leuten angucken müsst? Wie Baller seid ihr in der Birne? Entschuldigung, dass ich das so offen sage. Was stimmt mit euch nicht? Ich kenne ja selbst ein Helfer-Syndrom. Also stellen wir uns mal wieder vor, ich meine, er hat ja jetzt, Kesche hat ja mittlerweile wieder ein neues Admin-Team und bla, und hast du nicht gesehen. Und man hört auch gar nichts von seiner TikTok-neuen Familie. Was ist da los? Bist du jetzt adoptiert oder haben sie den Vertrag schon gekündigt, weil du irre bist? Oder was ist hier Phase? Man, erst wird gelobt, gemacht, getan und komisch, man hört da gar nichts mehr von. Klar, er hat gedacht, die schmeißen dem so viel Zeug rüber, dass der reich wird. Und die haben gesagt, der ist so bekloppt, der bringt uns Geld. Das ist so logisch. Was soll das denn sonst gewesen sein? Ich bin mal gespannt, wann der nächste Mahnbescheid kommt. Aber bei Kirche ist das doch so, auch mit diesen Anzeigen und diesem ganzen Kinderscheiß. Ich regle das jetzt so. Dieser Typ versteht einfach nicht, dass seine ganzen privaten Geschichten wechselseitig sind. Das heißt, ein Staatsanwalt, weil den meisten Anzeigen wird er sagen, die sind ja jetzt nicht mehr so bescheuert, dass die einfach sagen, ja, da hat irgendeiner jetzt hier so einen Roman eingereicht und jetzt machen wir einen Termin, dann verurteilen wir den und der Typ hat auch noch 30 andere Romane eingereicht und jetzt stecken wir den womöglich ins Gefängnis. Nein, die schauen sich ja mittlerweile die YouTube-Kanäle und die Videos an, die brauchst du gar nicht hinschicken, die gucken sich das einfach abends an und machen sich ja einen persönlichen Eindruck, wie ist die Situation zwischen diesen zwei Leuten. Und dann wird fast immer auf den privaten Klageweg verwiesen und dann bist du nämlich bei dieser Privatklagegeschichte wieder, die Meister Kirsche da ja kurz am Ziel abgeblasen hat. Von daher macht das ja gar keinen Sinn. Die ganze Jura-Schiene. Man muss mal zwei Sachen sehen. DLP ist juristisch, Entschuldigung, du bist auch völlig unterbelichtet, Patient. Er scheint aber jemand zu haben, der so juratechnisch ein klein bisschen was drauf hat, der ihm ab und zu wohl einen Tipp gibt, aber der hat nicht die Leine. Das heißt, der kann den nicht an der Kette legen. Der Typ labert einfach so viel Scheiße vor sich hin. Das ist, du brauchst ja gar keine Reaction machen, also die gescheitenlosen Leute wissen eh, dass das Bullshit ist, was er gerade erzählt und sich zusammen fantasiert. Die anderen geben es kurz bei Google ein, lesen das mal bei irgendeiner Kanzlei nach und wissen dann, oh, der labert wieder Bullshit und Scheiße. Und er sitzt dann auch da mit seinem felsenfesten, überzeugten Gesichtsausdruck, den er 6 Stunden vorm Spiegel vorher geübt hat, um den Leuten jetzt zu verkaufen, dass er der Allwissende ist und juristisch da die Weisheit mit Löffeln gekriegt hat. Nein, ist er nicht. Er hat im Hintergrund jemand, der ihm ab und zu einen guten Tipp gibt oder vielleicht auch mal. Aber die Reihenfolge ist falsch. Also DLP macht erst Scheiße und fragt dann. Er müsste erst fragen und dann machen. Das wäre vielleicht eine Nummer cooler. Ne? Da kommt weniger Scheiße bei raus. Wie funktioniert eine Abmahnung? Jeder, der sich da mal mit befasst hat, weiß, wie das funktioniert. Das ist 2-3-Phasen-Ding. Also ist ja nicht damit getan, 85 Cent oder 3,20 Euro auf den Brief zu schicken und jemanden eine Abmahnung zu schicken. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem fängt an, wenn der andere das nicht unterzeichnen will. Dann fängt das Problem an. Ne? Und da sind wir juristisch dann auch schon wieder nicht mehr im Bereich, ich habe irgendjemand mal eine Abmahnung geschickt, sondern du bist in Zugzwang. Du musst jetzt etwas tun. Und wenn du das nicht tust, hast du gerade eine Nötigung begangen. Strafbar. Das heißt, du gehst ja vom Zivilrecht schnurstracks in der Selbstverurteilung, wenn du nicht nachhaust. Weil du sagst doch, wenn du das nicht tust, werde ich das tun. Das sagst du ja mit dieser Abmahnung. Und wenn du das nicht lieferst, hast du gerade eine Nötigung begangen. Straftat. So einfach ist das. Na, also, ich bin da ja mehr so, tue, was du sagst und sage, was du tust. Das ergänzt sich auch irgendwie, das macht auch unterm Strich mehr Sinn. Ne? So, ich kann die ganzen aufgeblasenen Emotionen natürlich verstehen. Ich kann Arne auch natürlich verstehen, dass dem natürlich auch der Deckel hochgeht. Arne ist da jetzt, sagen wir mal, auch von der
vom Impuls auch ein bisschen empfänglicher wie ich jetzt zum Beispiel. Ne? DLP hat auch keinen Impuls. Also das, wenn ihr euch diesen Aufreger anguckt, ja, guckt euch das 10-Minuten-Video an. Also wie gesagt, alleine sich hier seinen Sabber durchs Gesicht zu schmieren, zeigt ja schon, dass der komplett die Kontrolle verloren hat. Ne? Und die Frage ist, wenn jemand unter Kontrollverlust leidet und das auch noch zur Schau stellt, ob man den in dem Moment mit seinen ganzen Argumenten, die er bringt, überhaupt für voll nehmen kann. Der ist ja sowas von befangen. Du löst die Probleme ja nicht, indem du jemanden anschreist und dir deine Spucke durchs Gesicht reibst. Ne? Man löst die Probleme, indem man darüber nachdenkt, sich informiert, ein bisschen einliest, das für sich bewertet, mal recherchiert, gibt es ähnliche Fälle, wie es da entschieden wurden. Und das ist keine Volksverhetzung. Da passiert gar nichts. Eine Volksverhetzung ist, übrigens Kirche, du bist auch so ein ausgetrockneter Weihnachtsmann, ne? Wenn du einfach mal bei Google eingibst, Google ist das, wenn du Google aufmachst, ne? Erika, gib einfach rein und dann lest du einfach durch, was das ist kein Nazi-Lied. Das ist kein Nazi-Lied. Ne? Also auch wieder diese Falschbehauptung, der spielt dazu mehr immer Nazi-Musik. Der hat eine Volksverhetzung dir gegenüber begangen aus mehreren Gründen. A, das habe ich auch angezeigt. Ne? Also ich hatte da die Tage noch eine Nachfrage, ich musste da nochmal was wegschicken. Und also jemanden überhaupt als S zu bezeichnen. Also man nimmt jemanden die Menschlichkeit, indem man jemanden einfach sagt, es ist nicht mehr er, sie oder divers, sondern S. Ne? So, das ist das Erste, Entmenschlichung. Das haben die Nazis gemacht. Wenn man Zeichensätze benutzt, die SS-Runen zeigen, das ist eine ganz klare Anspielung. Wenn man dazu Erika spielt und noch so ein Nazi-Teddybär zeigt und anschließend noch Nazi-Parolen und Vergleich in den Raum wirft, dann ist der 130er erfüllt. Das ist ein bisschen was anderes wie nur Erika spielen. Ich habe übrigens Erika auch schon als Musik gehabt, weil ich ja auch mit der rechtsradikalen Truppe hier im Netz ab und zu mal ein bisschen Schwierigkeiten habe und die ganz gerne auf die Palme bringen. Und da habe ich das auch schon verwendet. Ne? Also, es kommt immer drauf an, warum, wieso, weshalb. Aber das ist nicht strafbar. Ne? So, was es ist, da sind wir uns alle einig, gehe ich mal schwer von aus, außer Kirche, der ist da uneinig. Es ist unpassend gewesen und es ist wieder mal eines seiner geschmacklosesten Werke, die es überhaupt gibt. Psychologisch ist es so, ist ja ein Hobby von mir, die Menschen, die in sich ruhen, also ein Mensch, der ungefähr weiß, wer er ist, was er ist, was er will, was er nicht will, der auf Lebenserfahrung zurückgreifen kann, der in einem sozialen Umfeld stabil verankert ist, einen gefestigten Charakter hat, kommt selten in die Not, jemanden erklären zu müssen, dass er ein guter Mensch ist. Weil die meisten Menschen das einfach von sich aus merken. Das heißt also, es gibt ja Menschen, die betreten einen Raum und man spürt die Aura. Ne? So. Manche Menschen haben keine Aura, nie gehabt, werden sie auch nicht bekommen, aber sind trotzdem nette Menschen. Aber du merkst natürlich bei jedem, mit dem man Kontakt hat, der ist nett, der ist nicht nett, der ist ein bisschen komisch, der ist ein bisschen scharf, der ist ein bisschen intellektuell, der ist ein bisschen grün, der ist ein bisschen dieses, ein bisschen jenes. Das heißt, die Menschen, beim ersten Satz weiß man ungefähr, was für einen Patienten habe ich hier vor mir. Bei Kirche ist es so, die große Wundertüte. Aber die große Wundertüte der Extremitäten. Es wird jedes Mal extremer, weil er Steigerungspotenzial braucht, um seinen Kernschrott ja massentauglich zu machen. Er kriegt es ja genauso wenig hin. Er wirft ja DLP vor und sagt, ja, du machst ja nichts. Ne? Du hast ja nur mich als Content. Setz dich doch mal rein, erzähl mal was nur von dir. Ja, mach das doch einfach mal selber. Was hältst du denn davon? Lass doch mal das Fressen weg, das Singen weg, die Beschimpfereien weg, die Anzeigen weg. Übrigens, mit Anzeigen drohen ist auch eine Nötigung, du Weihnachtsmann. Oh, ich habe den beleidigt, Anzeige ist aus. Es sind so viele Kleinigkeiten, die
zivilisierte Menschen in einem zwischenmenschlichen Kontakt ja, hören, wahrnehmen, da entsprechend adäquat drauf reagieren, indem sie sagen, ja, mein Gott, der war jetzt halt mal ein bisschen sehr daneben, was der andere da gesagt hat, aber grundsätzlich ist der Typ ja in Ordnung und hat TÜV und ist kompatibel zu mir und zum Rest der Welt, der tut mir nichts. So, du hast aber nochmal diese extremen Patienten da sitzen, wie Kirsche, Neid, Missgunst, Hate, Mobbing, ja, er ist natürlich auch ein Opfer, ganz klar, wer austeilt, kriegt auch aufs Maul. Aber meiner Meinung nach noch zu wenig. Keine Scheiße. Also ich habe es ja prognostiziert, eines Tages wird irgendeiner nachts vor dem stehen, was weiß ich, irgendwann knallt's. Da kannst du, ja, man knallt's, ist halt so. War bei anderen nicht anders und wird bei ihm auch nicht anders sein. Irgendwann wird er jemanden vor oder hinter sich stehen haben und sich in die Buchse scheißen, dass ihm die Kacke am Bein bis unten in den Dutschel läuft, ne? Es ist also, irgendeiner wird mal irgendwann einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren. Aber er provoziert das ja auch am laufenden Meter. Und er sagt ja immer, er will sich ja fallen lassen. Und also ein Coach, ja, lass dich halt fallen, ist ja nicht mein Problem. Also wäre ich an deiner Stelle, würde ich zum Beispiel so coole Videos machen wie ich. Oder vielleicht gehst du mal nochmal in eine Lehre. Oder jetzt sucht er ja jemanden zum Liebhaben. Hat sich darüber beschwert, dass DLP sagte, du könntest dir so einen Blowjob-Bunny am Bahnhof für einen Zwanni holen. Worauf Kirsche sagt, das würde ich niemals im Leben tun, aber wenn doch, dann für 150 Euro. Der kennt die Preise schon mal ganz gut. Ja, ein bisschen zuhören. Komisch. Ich habe das 150, naja, gut, okay. Ja, der neue Partner muss auch zur Teddy-Sammlung passen. Ne? Also bewerbt euch jetzt bei ihm. Er hat ja so einen Aufruf heute gehört. Ich habe ja gelacht. Sagt er, ja. Ja, man könnte sich, wer ihn gut findet und lieb hat und heiratet und man könnte sich bewerben. Hat immer so gesagt, so, ist dann hier Tinder? Hey, ich habe dich gesehen, willst du mich heiraten? Ey, du bist blond, wo kommst du her? Ham, ich komme auch aus Ham. Willst du ficken? So ist das doch hier früher gewesen. Völlig Irrsinn. Ey, bist blond? Cool. Hast du einen Mann? Nein. Ich komm. Und er handhabt sein, nennen wir es mal Liebesdrama, ungefähr genauso. Tja, so ist das. Ich erzähle gleich noch einen kurzen Schmankerl, draußen ist einer, den muss ich kurz den Motor abstellen. Keine Ahnung, was die da machen. Ja, scheiße, ja, lass den laufen, ich habe keinen Bock, jetzt das Fenster zuzumachen. Ich war mal früher mit jemandem zusammen. Da sind wir zu jemand, die Dame hatte zwei Kinder, ein Junge und Mädchen und auch noch relativ jung. Und da sind wir mal in Urlaub ein paar Tage zum Bekannten von ihr gefahren. Der ist übrigens homosexuell. Und hat eine riesengroße Hütte gehabt. So auch mit offenem Kamin, aber da konntest du komplett gerade reinmarschieren. So irgendwie 3 Meter Deckenhöhe, der Kamin, Alter, so einen halben Baum rein. Der brannte dann noch direkt 3 Tage über Weihnachten, alles super. Der Typ, wie gesagt, schwul, um 50, und hat so einen Lover gehabt, hier so einen Teilzeit-Lover, aus Berlin, Student. Ich habe ja nichts dagegen, ist in Ordnung. Ja, gleichgeschlechtliche, dort, ach, das ist ja auch schon über 20 Jahre her. Ach, 25 schon bald. Und alles gut. Erster Weihnachtstag. Der Gastgeber, 23 Uhr geht nach oben in der Haier. Der andere sagt, da kommt gleich noch jemand. Ich sag, wie? Kommt einer geschenkt. Nee, er hat noch einen kommen lassen. Ich sag, wie, du hast einen kommen lassen? Ja, er hat gerade irgendwie so einen Callboy engagiert und er geht gleich in die Sauna. Einmal Action-Modus. Ich sag, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und das Interessante ist, dieser Callboy ist dann direkt über Nacht geblieben und saß dann morgens mit am Küchentisch und hat mit uns gegessen, Kinder da, etc., etc. Wurde dann auch vorgestellt. Jetzt muss ich mir vorstellen, der Gastgeber ist verknallt in den Student, der Student holt sich selber ein zum Knallen und sitzen dann alle morgens am Küchentisch und alle am Frühstücken, meine damalige Freundin und die Kinder und alle auch. Und da kam die Diskussion, so irgendwie guckten die ganze Zeit, hast du ein Problem damit? Nö, nee, so, eigentlich nicht. Ich finde das nur ein bisschen ungewöhnlich, dass hier Rudelbumsen stattfindet, während der Gastgeber oben am Ratzen ist. Ich kenne das irgendwie nicht. Und mein Problem, habe ich gesagt, will ich auch kurz erklären.
dass ihr das macht, das ist nicht das Problem. Mich stört, dass ihr das vor den Augen der Kinder macht, dass die das hier mitbekommen haben. Dass die also hier gerade angelernt werden. Pff, ja, wenn die Buchse juckt, lass ich mir mal kurz einkommen. Ne? Das war das, was mich gestört hat. Ja, da war der zweite Weihnachtstag schon, das war schon nicht so gut. Ich glaube, am dritten auf jeden Fall noch nach Hause gefahren. Ja, ich finde es halt scheiße. Ich meine, soll ja jeder machen, was er will. Ne? So tolerant bin ich ja schon, aber wenn mich jemand nach meiner Kritik fragt oder nach meiner Meinung fragt oder wenn mir was nicht gefällt, ich meine, mir sieht man das ja meistens an, dass mir irgendwas nicht gefällt. Die meisten fragen dann ja gar nicht mehr, weil mein Gesicht eigentlich schon eine Bände spricht. Und man kann wie bei so ziemlich allen Leben, glaube ich, den Bogen überspannen. Und Kirche, der wird morgens wach und das Erste, was dem einfällt, welchen Irrsinn mache ich heute Morgen? Ne? Schlürfen, fressen, kacken, furzen, irgend sowas, um die Leute wieder auf die Palme zu bringen. Der andere, der wartet schon seit nachts um vier, also so ähnlich wie die Sachsenbüchse, schon drei verschiedene Racks vorbereitet. Da kommt nur noch der zweite Teil, weil er weiß noch nicht, was Kirsche da irgendwie morgen zum Frühstück frisst. So. Ja, macht alles keinen Sinn mehr. Meide sie, ihr müsst die Viecher meiden. Das sagt jeder Bauer, mach einen großen Bogen um die Viecher, das ist gefährlich. Ja, so ähnlich gesagt im Internet auch. Macht einen großen Bogen. Nochmal die Kritik ans Publikum. Nicht an die Schmeißenden. Die Kohle schmeißen, diesen ganzen Schweinestall, die hier finanziell unterstützen bei diesen Leuten. Man kann denen das jetzt nicht vorwerfen, ist es vielleicht ein Hobby oder viele machen es vielleicht auch aus Protest oder aus welchen Gründen auch immer. Ich habe ja auch Leute, die mich auch supporten, aus was weiß ich für Gründen. Ich kann bei den Leuten ja genauso schlecht in die Birne gucken. Ja, jetzt, Kirsche muss aus dem Netz, jetzt gibt es diese Petition, 50 Unterschriften haben wir schon. Ich glaube, für eine Einreichung beim Landtag musst du, glaube ich, 50.000 Unterschriften haben. Ne? Und die musst du auch in einer bestimmten Zeit musst du die zusammenkriegen. Das heißt, normalerweise ist hier noch Klinkenputzen, Fußgängerzone und der ganze komplette Scheiß angesagt. Ne? Um dann anschließend im Landtag eine Petition durchzubekommen, damit die dort diskutiert wird, aber ohne Anspruch, dass darauf auch etwas passiert. Also, das war ja bei der Tabakproduktrichtlinie, haben sie das ja auch damals gemacht. Also wie gesagt, das ist im Prinzip nachher eine Showveranstaltung. Du kannst auch einen Wahnsinnigen, solange er nicht offiziell den Idiotenschein hat und total bescheuerte Sachen macht, zum Beispiel Leute bedrohen oder sich selber schädigen, nicht zwangstherapieren. Das haut leider hier nicht hin. Also ich sage das tatsächlich leider. Es ist leider so, dass man immer erst warten muss, bis irgendetwas passiert ist. Ihm selber oder anderen Unbeteiligten. Ich halte den für gefährlich. Weil es ist eine tickende Zeitbombe. Du musst doch nicht mal zum Psychologe sein, um das zu sehen. Der ist einfach komplett durch. Ne? Es stimmt ja vorne und hinten nichts. Vom Elternhaus über Erziehung, hast du nicht gesehen. Seine persönlichen Erfahrungen, sein Werdegang, sein Lebensweg, alles. Auf der einen Seite hat man ja immer, das ist ja das Schlimme, du hast ja doch Verständnis und du sagst, ja, der arme Kerl. Ich kann schon verstehen, dass da Leute auch so ein Helfersyndrom noch entwickeln, die sagen, ja, der muss ja trotzdem helfen, der kriegt so viel aufs Maul. Ich bin heute, ich bin ja nicht schlauer wie früher. Ich habe ja damals, als ich ihm geholfen habe, habe ich mir ja selber diese Mauer hingestellt und gesagt, ich schaue nicht zurück. Ich schaue von heute nur nach vorne, was passiert mit ihm. Und ich wusste genau, wenn ich zurückschaue auf das, was er alles schon angestellt hat, habe ich keinen Bock mehr auf diese Nummer. Ne? Ich setze mich gerne für Gerechtigkeit ein und das ist ein doofes Hobby. Ne? Das wird auch nicht von jedem gut gefunden. Aber ich finde es geil. Also, ich bleib dabei. Ich habe da schon seit vielen Jahren Spaß dran. Gerechtigkeit ist diese Position, neutral etwas bewerten zu können, unabhängig von der Person. Und du musst vor allen Dingen deine persönliche Meinung rauslassen. Natürlich habe ich eine persönliche Meinung. Ich finde Kirsche scheiße, ich finde DLP scheiße, ich finde andere Leute auch scheiße. Aber das geht nicht so weit, dass ich etwas erfinden muss, um sie zu schädigen. Das ist der springende Punkt. Ich muss also nichts tun, damit sie sich zum Horst machen. Das machen sie selber. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden, die sich wechselseitig wegen Banalitäten anzeigen und also einen Quatsch machen. Also völliger Irrsinn. Wir zahlen übrigens alles für Steuerzahler. Ne? Also du, ich, alle. Ja, Knacki, du ja weniger, du hast ja nur 1.000 Euro. Ja, aber wenn ich meinen Tabak kaufe, zahle ich trotzdem Steuer. Wenn ich tanke, zahle ich trotzdem Steuer. Wenn ich den Rüssel in meinen Elektroroller reinhämmer und sage, werde voll Akku, zahle ich auch Steuer auf Strom. Also, jeder zahlt das hier. Ne?
Machen wir die andere Nummer. Stellen wir uns mal vor, es ging ja tatsächlich, dass wir so einen Typen wie Kirsche aus dem Netz gebombt kriegen. Über irgend so ein psychologisches Gutachten. Was passiert denn dann als zweites? Das heißt, die Message wäre ja, oh, es geht. Also würden sich wieder irgendwelche schlauen Geister zusammenfügen, zusammentun und wieder gegen irgendeinen agieren, der klein, dick und hässlich ist. Oder groß, 2,13 Meter und große Fresse hat. Verstehst du? Das ist das Problem. Das Problem ist, es könnte dann jeden treffen. Und damit kommen wir wieder in einen Bereich, wo wir sagen würden, wo wir plötzlich keine Hater-Videos mehr machen, sondern wo wir plötzlich sagen würden, unser Staat ist scheiße, ne? Hier wird man wegen nichts und wieder nichts eingesperrt. Hier wird man gezwungen, seine Tabletten zu nehmen. Hier gibt es plötzlich ein psychiatrisches Gutachten mit Zwang. Ne? Das ist wieder dann, das könnte dann nämlich immer jeden treffen, wenn die Konstellation von anderen so gebastelt wird, dass es so aussieht, als wenn es so wäre. Das ist halt das Problem. Ne? Was Kirsche tut, ist abartig. Aber auch fair bleiben, nicht alles. Also ich glaube ja schon, dass der wahre Kern in ihm ist ein guter Mensch, hundertprozentig. Hundertprozentig. Das einzige Problem ist, die Kommunikation zwischen Hirn, Mond, Herz ist gestört, komplett. Da gibt es keine Verbindung, nix. Da gibt es nur so ein 10er Güllerohr, da kommt halt immer Scheiße raus. Ne? Das heißt, hier ist die gute Idee, das Herz wird angesprochen, oh, ich liebe euch alle, und wenn da das Maul aufmacht, könnte man schon wieder kotzen. Das ist dann halt so. Ne? Also auf dem Weg zum Mund ist die eigentliche Message schon verloren gegangen, weil das Hirn wieder gesagt hat, du musst jetzt dabei aber auch schlau gucken. Ne? Und dann fällt ihm ein schlau gucken. Am besten sage ich das auch dabei, guck mal, wie schlau ich gucke. Ne? Ich bin nicht doof. So. Kein normaler Mensch wiederholt so oft wie dieser unterbelichtete Schwarz-Weiß-Film diese Phrasen, ich bin nicht dumm, ich bin schlau, ich hab euch lieb, ich bin ein Mensch, ich bin Hate und Mobbing-Opfer, ich bin dies, ich bin jenes. Also das ist ja eine stetig wiederkehrende Litanei, die wir hier tagtäglich über uns auf allen möglichen Kanälen, Facebook, TikTok, hast du nicht gesehen, über uns ergehen lassen. Guckt euch diese Videos an. Guckt euch mal tagsüber keine. Ohne Scheiß. Nee, die ganzen Kirschenfans. Pass auf. Mach mal einen Deal. Kommt mal runter. Abstand zum Problem. Macht mal irgendwas Normales. Was weiß ich, die Oma ficken, Küche aufräumen, spazieren gehen, Enten füttern, whatever. Macht das mal 3 Tage. Und abends geht ihr nach Anton, ladet euch alle Videos runter, die der gemacht hat, und hört euch da mal an, was er getan hat. Das heißt, ihr habt ja nur dieses Ding, ja, ich habe den auf Facebook gesehen. Die anderen haben ihn nur auf TikTok gesehen. Das heißt, der auf Facebook weiß nicht, was der auf TikTok erzählt hat. Und diese ganzen Wechselspielchen. Wenn du dir abends diese 2, 3, 4, teilweise 8 Videos runterlädst, würdest du feststellen, der erzählt exakt 8-mal dieselbe Scheiße. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn du am nächsten Tag was total Tolles gemacht hast, was bei Netto eingeofen oder beim Arbeitsamt, was weiß ich, Antrag verlängert oder irgend so ein Scheiß, ziehst du dir abends wieder die Videos runter. Und dann wirst du feststellen, wieder exakt dieselbe Litanei. Und dann kannst du das noch sportlich machen, indem du sagst, boah, ich mache jetzt hier den Premium-Modus, ich hole mir jetzt die Videos nur noch alle 5 Tage. Ich mache jetzt 4 Tage, mache ich jetzt das Sonderprogramm ohne diesen Internet-Quatsch. Und dann würdest du feststellen, du gehst nur alle 4 Tage nach Anton, ziehst die Videos des Tages von ihm runter, zappst die durch und wirst feststellen, der labert exakt jeden Tag dieselbe Scheiße. Jeden verfickten Tag exakt dasselbe Muster. Er fängt immer gleich an, er hört immer gleich auf. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Hater, ich werde nie wieder mal andere. Ich habe mich jetzt im Griff, es wird sich alles ändern. Oder das Ganze seit 2017, jeden Tag. Und irgendwann hat man da auch die Schnauze voll, deswegen kann ich auch Arne und andere Leute auch verstehen. Kann jeder verstehen. Achtet auf die bösen Menschen. Die bösen Menschen. Ich glaube, ich brauche nie erklären, wer böse ist. Ich glaube, ihr merkt das schon alles selber. Es gibt ja. Ich habe schon geplant, ein Aussteigerprogramm zu machen. Ne? So, ich lade jetzt hoch. Ich habe jetzt. Ich glaube, gestern habe ich mal eine schäbige Kritik gekriegt. Ich würde DLP zu viel loben. Nein. Ich versuche mir immer diesen neutralen Standpunkt ein bisschen zu bewahren. Ich sehe mich, ja,
den Piss und ich wäre der Puppenspieler, ich habe die dritte in Hand. Ja, aber dafür musst du Abstand haben. Das heißt, um das zu tun, musst du 3 Schritte zurück sein oder 5 Meter höher über dem Geschehen, dass du das auch alles beobachten kannst. Da hat er mit diesem Beispiel dann nicht jetzt Unrecht. Und aus der Position sieht man viele Dinge einfach neutraler. Also man sieht sie sachlich. Ich versuche sowieso immer alles sachlich zu sehen. Aber sachlich ist immer das Beste überhaupt. Ne? Ja. Den ganzen Emotionsscheiß daraus lassen. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Oder wollt ihr, dass ich mich hier besabber und dann... Nicht wirklich, oder? So. Ich guck mir den, wie gesagt, DLP mal an, das ist auch nicht so ein psychologisches Langzeitexperiment für mich, ne? Ich wollte auf das Thema, die Birne explodiert, vielleicht haben wir Glück. Satire und Humor, ne? Ganz schwierige Geschichte. Jeder hat einen anderen Humor. Übrigens, die ganzen Judenwitze erzählen die Juden. Also die Witze, die Juden erzählen und selber drüber lachen, dürfte ich als Deutscher über Juden nicht erzählen, weil das teilweise schon wieder Volksverhetzung wäre. Also so irre ist das hier teilweise, ne? Ja. In dem Sinne, wo? Vielleicht hören wir uns am Sonntag. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal duschen. Ja. Schreibt euren Scheiß da drunter. Es ist schwierig. Es gibt kein abschließendes Urteil. Also jetzt so, es ist, ich glaube, dieser ganze Wahnsinn, der geht noch weiter. Und wenn man ehrlich ist und sich DLP-Videos anguckt, und also was ich gerade gesagt habe, mit Kirsche, holt euch diese Videos alle 3-4 Tage, guckt es euch dann an, macht das mal mit dem DLP, das ist auch nicht für anders. Ne? Ich habe meine Videos, gucke ich mir zum Beispiel regelmäßig nochmal an, am nächsten Tag manchmal direkt nach der Sendung, weil ich mich natürlich auch ganz gerne verbessern möchte oder bestimmte Dinge abstellen möchte. Man gewöhnt sich sprachlich so ein paar Sachen an, die manchmal nicht gut sind, Umwelt und Kontakt geprägt. Und ich lege da immer schon Wert drauf, dass ich eine halbwegs ordentliche Sprache sprechen kann, die alle verstehen, ohne also, ne? Bei mir gibt es auch kein wildes Augenrollen und ich habe da ein anderes Verständnis zu dem Job gegenüber. So, ich gehe jetzt erstmal duschen, bevor ich noch anfange zu stinken. Ne? Verbleiben ist schwer, extrem schwierig, ne? In dem Sinne.